Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, wir sind immer noch in Gratwald und ich hoffe, es geht euch gut. Ich musste leider gezwungenermaßen raus bei 34 Grad heute und ich kann nur sagen, es ist sehr, sehr heiß. Deswegen freut es mich, dass ich mich ein bisschen hier drinnen abkühlen kann. Ich hoffe, dass ihr das auch tun könnt. Denkt dran, viel zu trinken. Soll jetzt aber kein Lehrvideo werden. Ich bin gerade hier reingekommen und da hat der Hochordinator Danis irgendwas gesagt von wegen, ihr seid gekommen und irgendjemand hatte recht. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber ich werde mal nachhören. Haltet still und hört mich an. Dominion, Pakt, Bündnis. Ihr seid wie Schulkinder, die sich um Murmeln streiten, während die Welt um euch in Flammen steht. Was meint ihr damit? Wer seid ihr? Ich bin ein untertänigster Diener der gesegneten Gottheit Almalexia. In ihrer göttlichen Weisheit hat sie euer Erscheinen vorhergesehen, wie in einem Traum. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Das macht uns zwar nicht zu Freunden, doch es macht uns zu Verbündeten. Da hat er recht. Einen gemeinsamen Feind? Der Fürst der Intrigen, der Ernter der Seelen, zwingt mich nicht, seinen Namen auszusprechen. Einer seiner dunklen Anker ist auf die Ruinen dessen niedergegangen, was einst die Stadt Gilvartal war. Jene, die vor euch kamen, um ihn zu vernichten, sind verschwunden. Wir müssten sie finden. Falls Sie Widersacher Molag Bals sind, dann werde ich euch helfen, nach ihnen zu suchen. Gut. Zum Wohle Tamriels werden wir unsere Streitigkeiten beiseite legen. Wir müssen wissen, was hier geschehen ist. Die Überlebenden der Gruppe, die den dunklen Anker zerstören sollte, werden es am besten wissen. Wir müssen uns aufteilen und suchen. Was heißt denn hier eigentlich unsere Streitigkeiten beiseite liegen? Hallo? Für Alexia habe ich auch schon gearbeitet. Alexia. Almalexia meine ich natürlich. Erzählt mir mehr über Almalexia. Sie ist unsere barmherzige, heilende Mutter, eine erhabene Gottheit des Tribunals von Morrowind, der zu dienen ich geschworen habe. Obgleich sie mit dem Krieg beschäftigt ist, der weiter wütet, erstreckt sich ihr Mitgefühl dennoch auf alle, wann immer der elende Fürst der Intrigen sein Haupt erhebt. Ihr hattet erwähnt, dass sie euch entsandt hat, um mich zu finden. Wie kann das sein? Meine Göttin verfügt über viele Gaben. Und nicht die geringste darunter ist ihre Weitsicht. Sie hat vorhergesehen, dass ihr eine entscheidende Rolle in den Geschehnissen spielt, die sich hier zutragen müssen, und dass euer Hass auf den Fürsten der Intrigen fast so heiß lodert wie der ihre. Wer sind die Leute, die wir zu finden versuchen? Verbündete, die Almalexia angeworben hat, um mich beim Kampf gegen den Ernter der Seelen zu unterstützen. Sie wurden aus den Reihen der besten Krieger ganz Tamriels ausgewählt. Sie alle haben bereits die Zerstörung von dunklen Ankern miterlebt, was ihr Verschwinden nur noch bedenklicher macht. Was könnt ihr mir über Gilvartal sagen? Vielleicht habt ihr dieses Lied in den Tavernen gehört. O Gilvartal, dein Name ist Verwüstung auf meinen Lippen. Einst wuchs und gedieh hier eine Waldelfenstadt. Voller Leben und Musik, bis er kam. Und ich frage natürlich, wer, also nehme ich mal an, das ist Molag Bal, wer? Der Ernter der Seelen holte sie sich und fuhr wahrlich jede letzte Seele ein. Almalexia sah, wie sich dieses Grauen zutrug, doch sie konnte nichts dagegen tun. Aber ihre Erinnerung reicht weit zurück und ihr Mitgefühl brennt heller als die Sonne. Sie entsandte eine Gruppe von uns, um den dunklen Anker hier zu zerstören. Und das werden wir auch tun. Oh, irgendeiner ist hier schon vorgelaufen und hat schon unsere Arbeit erledigt. Ich wollte nur mal ganz schnell zeigen, wo wir eigentlich sind. Und zwar ist das relativ mittig, also hier links vom Baum. Und zwar sind wir jetzt hier in dem Teil, wo der Baum ist, Gilvartal. So, mehr hat er jetzt nicht gesagt, nur sucht nach den Überlebenden. Na gut, also hier unten, die sind Unsere schon gemacht. Chancen, sie zu finden, verbessern sich, wenn wir uns aufteilen und verschiedene Gebiete absuchen. Wir sehen uns später. Ja, kein Problem. Dann gehe ich mal dahin, wo der Anker ist, und du gehst mal dahin, wo gar nichts ist. Ist alles in Ordnung. Der zeigt mir an, dass ich hier so in die Richtung.
Ah, wahrscheinlich da in der Höhle, ne? Ja, das sieht so aus. Normalerweise ist hier viel los, aber hier hat schon einer gewütet, so wie es aussieht. Ich habe auch im Hintergrund eben irgendwas gehört. Meva, geht es euch gut? Wo? Da wollte ich doch gerade hin. Ach nein, ach scheiße. Ich war vertrunken. Bitte, holt mich hier raus. Ich habe gesehen, was sie den anderen angetan haben. Es ist ein schlimmeres Schicksal als der Tod. Was ist hier geschehen? Wir kämpften gegen die Wurmkultisten in der Mitte von Gilvartal, unter dem hohlen Baum. Der dunkle Anker, der über uns aufragte, wimmelte von Daedra. In riesigen Scharen, wie auch bei anderen, die wir zuvor gesehen hatten. Doch es dauerte nicht lange, bis wir bemerkten, dass irgendetwas hier anders war als sonst. Was? Wir konnten ihm nichts anhaben. Nichts, was wir taten, zeigte Wirkung. Überall dort erfasste uns dieses Gefühl. Ein Schaudern lief uns über den Rücken. Es war seine Präsenz. Noch von damals, als er vor all diesen Jahren die Seelen von Gilvartal erntete. Sie stärkt jetzt irgendwie den dunklen Anker. Wie vernichten wir dann den Anker? Hier wurden widerwärtige Maschinen in den Boden gerammt. Die Wurmkultisten nennen sie die Reißzähne des Chaos. Sie scheinen die verbleibende Magie von Molag Bals Präsenz in den Anker zu leiten. Aris hat versucht, einen von ihnen zu vernichten. Doch schon nach dem ersten Hieb, den er gegen die Maschine führte, war er tot. Wie können wir sie dann vernichten? Ich weiß es nicht. Wenn sterbliche Waffen wirkungslos sind und wenn selbst die verheerendste Magie scheitert, welche Hoffnung könnten gewöhnliche Sterbliche dann haben, gegen den Fürsten der Intrigen zu bestehen? Nenn mich gewöhnliche Sterbliche. Ich hab ihn schon besiegt. Macht euch keine Sorgen, Meva. Ich werde euch sicher von hier fortbringen. Ihr und eure Freundin hier müssen den dunklen Anker zerstören, sonst sind die anderen umsonst gestorben. Ihr stellt euch selbst immer an letzte Stelle, nicht wahr? Mivas Erzählung von den Reißzähnen bringt mich auf eine Idee. Natürlich, die Reißzähne. Jetzt ergibt alles Sinn. Die gesegnete Almalexia hatte eine Vision darüber, dass der Fürst der Intrigen seine Zähne in den Boden von Gilvartal geschlagen hat. Die Reißzähne, die sie in der Vision sah, müssen die Geräte sein, die Meva beschrieben hat. Sah sie auch, wie man sie vernichten kann? Habt ihr jemals gesehen, wie eine Göttin weint? Es ist ein schrecklicher Anblick. Ein solch vollkommenes Antlitz, verunstaltet durch so viele Tränen. Almalexias Tränen für Gilvartal erstarrten zu einem wunderschönen Edelstein, der mit all ihrem Zorn auf den Ernter der Seelen erfüllt war. Was wollt ihr mit dieser Geschichte sagen? Eine Göttin leidet niemals ohne Sinn. Der Edelstein kann die Reißzähne des Chaos vernichten. Die gesegnete Almalexia hat mich gewarnt, dass kein Sterblicher den Edelstein führen könnte, ohne von seinem Zorn vernichtet zu werden. Sie sagte mir, dass ich auf die Seelenlose warten soll. Jene, die nicht sterben kann. Auf euch. Ich bin aber schon mal im Kampf gestorben. Also dieser ganze Kram mit den Seelenlosen kann ja nicht hinhauen. Aber ja, ich bin... Also eigentlich bin ich nicht die Seelenlose, sondern ich habe meine Seele ja eigentlich wiedergeholt. Was soll ich tun? Nehmt die Träne von Almalexia. Vernichtet die Wurmkultisten. Ihr Blut wird ihren Zorn erwecken. Sobald der Zorn meiner Göttin aus dem Edelstein befreit wurde, kann sich ihm nichts widersetzen. Nicht einmal die Reißzähne des Chaos. Ich werde an eurer Seite bleiben und diese Sache bis zum Ende durchstehen. Nun gut. Dann gehen wir es mal an. Aber ich will erstmal die Sachen mitnehmen. So, komm mit. Funke, du auch. Wir wollen ein paar Gegner killen und einen Anker vernichten. So, tötet Feinde, um die Träne von Almalexia mit Energie zu versorgen. Da stehen doch schon die ersten Opfer rum. Ja, drei reichen? Keine Nein. Zeit für. Ja, ist okay. Wendet die Träne auf einen Reißzahn des Chaos an. Wenn ich jetzt wüsste, wo der erste ist. Wie sehen die denn aus? Wir laufen mal. Nee. Hä? Kann es sein, dass der erste wieder am Anfang ist?
Ich weiß, ich bin da schon mal so ein bisschen doof rumgelaufen. Ach, hier. Okay, das sind große braune Edelsteine. Dann wissen wir zumindest schon mal mehr, als wir eben wussten. Dann ernten wir hier mal ein paar Seelen und nehmen direkt den nächsten Stein. Zwei brauchen wir noch. Wo müssen wir denn hin? Da unten hin, ne? Dachte, da wäre zumindest ein großer Felsen. War wohl nicht. Alter. Was ist denn dein Problem? Geht's doch? Moment, wo muss ich denn da hin? Nehmen wir den erstmal mit hier. Ich habe noch zwei Stück. Der soll eigentlich jetzt hier links, da müsste der hier hinter sein, oder? Ah, hier oben. Oder? Doch. So, Hallöchen. Ich brauche noch ein bisschen Energie. So, euch nehme ich auch noch direkt mit. Dankeschön. Ich habe nicht ganz verstanden, was Sie gesagt haben, aber ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. So, dann werde ich da nicht wieder runterspringen, sondern irgendwo hier, da. Den vierten machen. Vernichtet den dunklen Anker. Wenn ich jetzt wüsste, wo der war. Der war irgendwo da hinten. Kann ich da so... Kann ich, glaube ich, so nicht rum, oder? Ich meine, da musste ich irgendwie... Ja, genau hier. Was? Ich will Gegner! Du Arsch! Du hast mir meine Gegner weggenommen! Hau ab! Die hat mir meine Aufgabe kaputt gemacht. Es ist geschafft. Die Präsenz des Ernters der Seelen schwindet aus diesem Land. Aber wahrscheinlich hat dieser Ort für immer Narben davongetragen. Wird der Wurmkult nicht versuchen, diesen Ort zurückzuerobern? Er wird es versuchen. Doch ohne die Daedra oder die Verbindung nach Kalthafen sollte die Vernichtung der restlichen Wurmkultisten schnell erledigt sein. Ich werde das Dominion davor warnen, was sie mit den Reißzähnen des Chaos vorhatten. So etwas wird nicht noch einmal zugelassen werden. Naja, beim ersten Mal haben sie es ja auch schon unfreiwillig zugelassen, ne? Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit solchen Äußerungen. Wir haben einen erfüllten Schild vom Set Der Grüne Pakt erhalten. Ich muss dem Dominion Meldung erstatten, was hier geschieht. Almalexia sagt euch eine große Zukunft voraus, aber ob sie gut oder schlecht sein wird, vermag ich nicht zu sagen. Danke für eure Hilfe. Ja, gerne. Falls wir uns einmal wiedersehen, dann hoffentlich wieder als Verbündete. Lebt wohl. Ja. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, mit wem er da am Ende noch gesprochen hat, aber ich versuche mal, mich angesprochen zu fühlen. Ja, da ich leider nicht weiß, wie lange die anderen Quests hier in der Umgebung sind. Das ist ja immer so ein bisschen für und wieder hier, wenn man die Nebenquests macht. Würde ich tatsächlich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Dann haben wir eine kleinere Quest in einer Folge. Ist dann nicht ganz so schlimm. Für mich auf jeden Fall nicht, weil ich bin gleich noch verabredet. Deswegen... Ja, und das bei 34 Grad. Ich bin verrückt. Aber ich bin zum Glück nicht draußen verabredet, weil ich muss zugeben, draußen ist es zu heiß. Und am schlimmsten ist es, wenn man seinen Wagen nach draußen auf die Straße parken muss, weil man nicht an die Garage rankommt, weil alles zugestellt ist von Bauarbeitern, was ja okay ist. Aber warum mussten die sich gerade die zwei Tage, die sie brauchen, aussuchen, wo es 34 Grad ist? Wir sind ins Auto eingestiegen und haben... gedacht, dass 60 Grad da drin sind.
Ich hoffe, euch geht es besser an diesem Tag, wann auch immer ihr das Ganze gucken werdet. Vielleicht schaut ihr euch das Ganze auch gerade im Winter an. Dann seid ihr komplett fernab von meiner Realität jetzt gerade. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video mit der nächsten Quest wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.